Dafür war Monaco natürlich für mich das Highlight schlechthin, dass ich endlich zwei Firmen gefunden habe in Deutschland und das jetzt in Zukunft euch mit anbieten kann. Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda. Rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Meine allerbesten Beauty-Freunde von der Praxiskontur. Ich freue mich. Du hast Zeit, heute zuzuhören in unserem wöchentlichen Podcast zu den Themen der ästhetischen Medizin. Hier in der Praxiskontur, sowohl in Fulda als auch in Frankfurt mit unseren Standorten. Und jede Woche wächst die Zuhörerschaft, was mich total freut, weil ich immer wieder, vor allem in den letzten Monaten, von verschiedenen Patienten, die neu zu uns kommen, erfahren konnte, dass man doch durch das kritische Hinterfragen der Themen, die die Ästhetik betreffen, die Awareness, also die, sag ich mal, das genaue Hinschauen zu den einzelnen Punkten, die die Ästhetik anbietet, dadurch schärfen kann. Und auch diese kritische Hinterfragung verschiedener Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen und auf die Patienten vor allem achten sollen, das ist mir persönlich immer ein Riesenanliegen. Ich vermute mal, das ist mittlerweile bekannt, dass ich es nicht mag, überfüllte Gesichter zu sehen oder übertrieben gemachte Lippen, die einfach nicht zur gesamten Anatomie des jeweiligen Patienten passen. Das ist, denke ich, ganz gut schon vorgedrungen zu euch. Heute möchte ich euch berichten, weil das habt ihr euch verdient, was ich Interessantes auf dem Kongress in Monaco vor wenigen Tagen mit nach Hause gebracht habe für euch. Also, dieser Kongress, genannt AMWC, das ist die Abkürzung für Ästhetische Medizin World Congress, also der Weltkongress für ästhetische Medizin, zu dem wirklich die dollsten Ärzte aus der ganzen Welt kommen, um sich auszutauschen über das Thema Ästhetik. Der fand jetzt statt, wieder im Grimaldi Forum, nicht weit weg vom Strand in Monaco. Man fliegt ja bis Nizza und dann sind es mit dem Auto etwa 30 Kilometer noch. Die Hotels alle proppenvoll, jeder Hörsaal mit mehreren tausend Leuten bestückt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ein Gewusel, ein Ameisenhaufen, sondergleichen. Und auch die Industrieausstellung ist die größte, die ich so kenne, wo man sich dann informieren kann über Skincare, über Laser, über dies, über das. Und dort war ich. Was natürlich toll war, weil durch Corona große Kongresse ja gar nicht stattfanden die letzten Jahre. Und das hat mir auch schon sehr gefehlt. Meistens ist es gar nicht so sehr der Inhalt dieser Kongresse, sondern auch der kollegiale Austausch, das Miteinander im Team, dass man zusammensitzt nach x-tausend Vorlesungen am Tag und dann einfach sich miteinander unterhalten kann. Und das finde ich immer ist ein wertvoller Punkt, der darf nicht unterschätzt werden, dass man sich nicht in dieser Branche als Lonely Rider so vorkommt. So, jetzt genug des Geplänkels. Also zwei Sachen. Erstens, ich muss euch enttäuschen, so schrecklich viel Neues gab es nicht. Aber das zweite Wichtige, eine der absoluten News haben wir schon für euch. Ihr wisst das ja, seit Dezember haben wir Softwave. Da bin ich enorm stolz auf diese Maschine, weil sie richtig was kann. Und gerade zum Thema Natural Beauty habe ich festgestellt, der Trend sogar in den USA nicht mehr aufzuhalten. Da steht Softwave in jeder guten Ästhetikpraxis. Immer mehr, auch der amerikanischen Patienten, möchten nicht mehr so schräg aussehen. Lassen sich die großen Brustimplantate rausoperieren. Weiß man ja zum Beispiel auch von Victoria Beckham, die das gemacht hat und sich wieder verkleinert hat. Meines Wissens nach auch Sophia Tomalla hier in Deutschland. Also man geht wieder back to natural beauty, was ich hervorragend finde. Und entsprechend ist ja da Softwave wirklich der Star. Und das kann man super kombinieren mit Botulinumtoxin, mit Hyaluronsäure in geringen Mengen allerdings. Man braucht ja da nicht mehr so viel. Und das haben wir schon. Also das ist für mich eine der Neuerungen, die ausgestellt waren. Und dann der zweite wichtige Punkt, da will ich jetzt etwas mehr euch berichten, beschäftigt sich mit dem Thema Langlebigkeit, mit dem Thema Älterwerden. Für mich ist, wie für viele Stars von den Professoren zum Thema Langlebigkeit, die vor allem in den USA leben, Altwerden eine Krankheit, die man bekämpfen kann, tatsächlich.
Man weiß mittlerweile so viel über die Prozesse, die passieren im Körper, die das Älterwerden definieren und die dann die zunehmenden Erkrankungen mit definieren. Man weiß viel über Epigenetik, das heißt die Zusammenhänge, wie sich der Körper durch äußere Einflüsse wie Ernährung, wie zum Beispiel Sport, wie Schlaf, wie Stresslevel, wie soziale Einbindung verändern und wie das zum Älterwerden beiträgt. Und was ich die ganze Zeit in den letzten, sage ich mal, 12 Monaten verzweifelt für euch, aber natürlich auch für mich selbst versucht habe, war, über die USA ein Kit, also ein Tool zu bestellen, wo zum Beispiel von uns allen einmal im Jahr ein bisschen Blut abgegeben werden kann und wir dadurch bestimmen können, wie ist denn jetzt eigentlich unser biologisches Alter im Verhältnis zum chronologischen Alter? Was müssen wir verändern, damit wir das biologische Alter im Sinne einer Uhr wieder zurückdrehen können? Und noch viel wichtiger, wie sieht es aus mit sogenannten Tumorclusterzellen im Blut, die da schon rumschwirren, bevor vielleicht bei irgendeiner Untersuchung überhaupt der eigentliche Krebs festgestellt werden kann? Ihr hört schon heraus, ich spreche schneller, ich bin aufgeregt. Es geht hier um eine Prophylaxe. Und die Amis haben da fantastische Tools, die man kaufen kann. Aber egal, mit wem ich da per E-Mail oder telefonisch gesprochen habe, die werden alle noch nicht nach Deutschland geschippt, also transportiert, versandt. Es geht noch nicht. Und jetzt saß ich in einer Vorlesung in Monaco. Jetzt kommt das eigentliche Wunderbare. Und da saß ein Professor für Gynäkologie, den ich seit vielen Jahren verehre, weil er mit bioidentischer Hormonersatztherapie wirklich viel, viel, viel Gutes den Frauen getan hat und auch viele Vorträge schon gehalten hat. Und das ist der Professor Kleine Gunk. Der hat eine Vorlesung als Leiter geführt, wo es um dieses Thema Langlebigkeit ging und wo es darum ging, welche Tools kann man auch hier in Deutschland bestellen, was sind das für Firmen. Und da war eine der fantastischsten Wissenschaftlerinnen, die ich auf diesem Kongress sprechen gehört habe, die Irmi Huber. Sie hat eine Firma gegründet, die tatsächlich ein Kit hergestellt hat, was wir bestellen werden jetzt in Kürze. Und mit diesem Kit kann ich feststellen, wie ist jetzt mein biologisches Alter im Verhältnis zum chronologischen Alter? Und daraus können dann die entsprechenden positiven Konsequenzen gezogen werden, damit ich mich innerlich und äußerlich wieder verjünge. So. Was ist eigentlich das chronologische Alter? Ganz klar, wenn ich jetzt mit 54 Jahren gefragt werde, Nicole, wie alt bist du? Dann sage ich 54. Und das biologische Alter, das ist wieder was ganz anderes, weil das sagt aus, wie stark sind die Alterungsprozesse innen, also intrinsisch, beispielsweise in meinen Organen. Und dann außen, sprich extrinsisch, ausgebildet. Extrinsisch natürlich ein Hauptmerkmal, getriggert durch die Sonneneinstrahlung beispielsweise. Und so kann festgestellt werden, durch dieses Testkit von der Irmi Huber, wie sich diese beiden Alterungsmerkmale unterscheiden und was ich tun kann. Aber viel wichtiger, das ist für mich die eigentliche Sensation, auf die ich gehofft und gewartet habe, so lange schon. Es gibt eine Firma, bei der wir hier in Deutschland ein Set bestellen können, das herausfindet, ob wir zirkulierende Tumorcluster, also Zellen im Blut, mit uns führen, die auf Brustkrebs, Prostatakrebs, Lungenkrebs etc. hindeuten. Weil, hey Leute, darum geht's. Wir wollen rechtzeitig wissen, bevor irgendeine Mammographie das Ganze rausfindet, ob wir schon gefährdet sind. Das nennt man Prophylaxe. Damit kann man so viel Leid verhindern. Und wir sind so nah dran, auch wenn das Geld kostet, aber es kostet uns möglicherweise das Leben, wenn wir dieses Geld nicht investieren. Und da bin ich aufgeregt, euch das mitteilen zu können. Ich werde das alles mir bestellen, ich werde es selber ausprobieren und dann kann ich es euch auch anbieten. Und wer wirklich sagt, jawohl, das ist mir meine Gesundheit wert, ich verstehe den Ansatz von der Nicole, der macht einfach mit. Das wollte ich berichten. Dafür war Monaco natürlich für mich das Highlight schlechthin, dass ich endlich 2 Firmen gefunden habe in Deutschland, seriöse Wissenschaftler und das jetzt in Zukunft euch mit anbieten kann auf eurem Weg in ein gesundes und auch vor allem ein hübsches Leben, weil wir werden gesund und hübsch zusammen alt. Das ist ja mein Motto. Was gibt es noch zu berichten? Natürlich kann man sich hervorragend auch ausruhen in Monaco. Es waren schon 20 Grad, strahlend blauer Himmel, die Menschen super freundlich, keiner misscremig noch sonst was. Am Strand ein schönes Salätchen mit Lachs zu essen, das war einfach herrlich und in dem Moment geht's einem gut.
Ich finde, hier in Deutschland war es viel zu lange grau, so viele Monate schlechtes Wetter. Aber ich finde auch, ich darf das an der Stelle auch mal loswerden, auch innenpolitisch und außenpolitisch sehr, sehr grau. Und da scheint ja auch kein Ende in Sicht zu sein. Deswegen, man muss auf sich aufpassen, sich was Gutes gönnen, wie auch Dave Gahan und Martin Al Gore mit ihrem neuen Album verinnerlichen und nach außen transportieren. Das Leben ist endlich. Also, kümmern wir uns um uns selbst und sehen zu, dass jeder Tag einzigartig ist. Ich habe mich gefreut, dass ihr heute wieder meine Gäste wart. Hoffe, ihr habt eine wunderbare Zeit. Genießt die Sonne, genießt das Osterfest. Habt schöne Stunden mit eurer Familie. Das sind die entscheidenden Momente, die wichtig sind. Und denkt an eure Ernährung. Die ist für mich immer noch mehr als 80% verantwortlich für gesunde Körper, für optisch ansprechende Körper. Und an der Stelle frohe Ostern. Bis nächste Woche. Eure Dr. Nicole David von der Praxiskontur. Das war der Podcast der Praxiskontur. Sie finden uns im Steinweg 10 in Frankfurt am Main, in der Friedrichstraße 13 in Fulda, online unter praxis-kontur.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.